Satzzeichen. Satzzeichen haben es in sich. Liebe Ministerin Manja Schüle, Klammer auf. Klammer auf, aus nachvollziehbaren Gründen, heute nur digital präsent, Klammer zu, Semikolon. Satzzeichen putzen ungemein. Wie schon der Brandenburger Heinrich von Kleist wusste, lieber Kai Gehring, Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung des Deutschen Bundestages und überhaupt alle Mitglieder des Deutschen Bundestages und der Parlamente der Bundesländer Brandenburg und Berlin. Punkt. Satzzeichen haben es in sich, denn das Jahresthema, das die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften heute bei ihrem Potsdamer Festtag präsentiert, Bindestrich, lieber Mike Schubert, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam, dieses Jahresthema spart, wie der erwähnte Heinrich Kleist seine Texte durch Kommata rhythmisiert, an Satzzeichen, nicht Doppelpunkt, Anführungsstriche, Projekt, Doppelpunkt, Aufklärung, Ausrufezeichen, Ausführungsstriche. Anführungsstriche, Projekt, Doppelpunkt, Aufklärung, Ausrufezeichen, Ausführungsstriche. Ein Doppelpunkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, weckt Erwartungen. Erwartungen auf fast 2 Jahre Jahresthema, lieber Herr Wilaschek. Auf fast 2 Jahre Jahresthema ein Ausrufezeichen signalisiert Bedeutsamkeit. Ohne Aufklärung wird es nicht gehen in einer Welt multipler Krisen, zu denen aggressive Wissenschaftsfeindlichkeit auch hierzulande, Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit selbst in Ländern der Europäischen Gemeinschaft und viel selbst wie fremdverschuldete Unmündigkeit in einer eigentlich doch mündig gewordenen Welt gehören. Dear David Harel, President of the Israel Academy of Sciences and Humanities und lieber verehrter Herr Grötschel, mein Vorgänger. Punkt. Wir müssen Aufklärung aber auch noch einmal anders und neu denken als vor 200 Jahren. Hajo Krömer, Vorstandsvorsitzender der Charité, hat darauf schon vor längerer Zeit aufmerksam gemacht. Aufklärung 2.0. Aufklärung 2.0 lautet die knappe Formel, auf die Hajo Krömer die Aufgabe gebracht hat, auch die Selbstaufklärung der Aufklärung nicht zu vergessen. Aufklärung 2.0. So wird unser nächster Salon Sophie Charlotte überschrieben sein, pandemiebedingt wieder im Mai. Das Jahresthema dagegen für die nächsten 2 Jahre lautet, Sie können das inzwischen schon singen, Anführungsstriche, Projekt, Doppelpunkt, Aufklärung, Ausrufezeichen, Ausführungsstriche. Und Anführungsstriche heben das Gesagte oder Geschriebene ja als Zitat heraus. Wir könnten, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Jahresthema nicht so vielfältig mit Veranstaltungen zieren, so vergleichsweise rücksichtslos gegenüber finanziellen Grenzen, wenn wir nicht unsere beiden Länder und den Bund hätten. Und mir liegt, lieber Herr Gehring, daran, zum Ende der Haushaltswoche des Deutschen Bundestages hier einmal explizit beide hervorzuheben. Die Exekutive, die Ministerinnen und die Senatorin und ihre höchst engagierten Verwaltungen, liebe Frau Koch-Unterseher, lieber Herr Weber, aber eben auch die Abgeordneten. Man muss ja nur die Namen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und des Goethe-Instituts nennen. Und ich grüße noch besonders Carola Lenz, die Präsidentin des Goethe-Instituts, unter uns. Damit deutlich wird durch die Nennung dieser Namen, wie sehr es die Legislative, den Repräsentanten des Souveräns braucht, damit in Haushaltsentwürfen gelegentlich der Stellenwert von Forschung und Wissenschaft noch einmal deutlich verändert wird.
Viele danken für die gute Kooperation im Vorfeld der Bereinigungssitzung vor 2 Wochen. Aber es braucht, meine sehr verehrten Damen und Herren, für ein solches Jahresthema natürlich auch neben den öffentlichen Mitteln private Unterstützung. Und ich grüße Sie besonders herzlich im Namen von Friede Springer, der Vorsitzenden des Kollegiums Pro Academia-Förderverein der BBAW. Bitte treten Sie ein in diesen Förderverein, wenn Sie ihm bisher noch nicht angehört haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier im Nikolaisaal der Landeshauptstadt, und Sie ahnen vielleicht, wie sehr man sich als Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie, als Mitglied, als Gast dieser Veranstaltung freut, dass wir zum ersten Mal seit 2019, seit November 2019 in diesem Saal wieder zusammen sein können. Das ist wunderbar. Aber auch die, die uns an den Schirmen des Livestreams zugeschaltet sind, die dieses Video später in der Mediathek sehen werden, bitte treten Sie ein in den Förderverein und unterstützen Sie die Akademie und ihr Jahresthema Anführungsstriche, Projekt, Doppelpunkt, Aufklärung, Ausrufezeichen, Ausführungsstriche. Satzzeichen putzen nicht nur ungemein, wie Heinrich von Kleist sagte, sie können auch den Sprachfluss behindern, wenn Sie jetzt den Eindruck hatten, den Sprechenden ins Stottern bringen, Bindestrich, auch das wusste Heinrich von Kleist. Damit nichts stockt und stottert, haben wir versucht, Ihnen eine attraktive Abendunterhaltung zusammenzustellen zwischen den Satzzeichen, die zugleich auch wissenschaftlich bildet. Eckhard Runge und Jacques Ammon geben uns noch einmal die Ehre, mit ihrer Musik so zwischen den Jahrhunderten zu oszillieren, wie wir das auch mit unserem Programm heute Abend tun. Unser Mitglied Markus Wilaschek, Professor für Philosophie der Neuzeit an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, wird das Jahresthema, das ich jetzt nicht nochmal mit allen Satzzeichen zitiere, wird das Jahresthema vorstellen, weil er Sprecher der Gruppe ist, die es in der Akademie vorbereitet hat und federführend organisiert. Patrick Kramer, designierter Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, und Benedikt Savoy diskutieren mit ihm darüber, und von diesem Platz aus herzliche Grüße und Wünsche für durchgreifende Erholung und Besserung an unsere Vizepräsidentin Julia Fischer, die nicht in Präsenz unter uns sein kann. Und ich grüße zum Abschluss auch noch alle, die wir mit Preisen auszeichnen werden, aber natürlich auch die Stifterinnen und Stifter der Preise, denn sonst gäbe es nichts auszuzeichnen, und alle, die ich namentlich nicht begrüßen konnte in dieser Begrüßung, hier im Saal und vor den Geräten, Punkt. Punkt? Fragezeichen. Nein, Doppelpunkt. Jetzt geht's ja eigentlich erst richtig los. Doppelpunkt. Mit den Grußworten von Manja Schüle und Kai Gehring. Schönen Abend. Meine geschätzten Damen und Herren, schön, dass Sie Ihren Schreibstuben, Laboren und Observatorien entflohen sind, um den Einstein-Tag zu feiern. 2 von Ihnen erhalten heute auch einen Wissenschaftspreis. Ihnen gratuliere ich schon mal vorab. Und es gilt heute, ein neues Jahresthema zu diskutieren. Dieses Jahr also die Aufklärung. Einerseits revolutionäre Denkrichtung gegen Aberglauben und Absolutismus und damit Fundament der europäischen Wissenschaftslandschaft und Moderne. Andererseits ein unerreichbares Ideal, das die Bedeutung von Beobachtung und Erfahrung als Wissensquellen etwas unterschätzt und ein ewig unvollendeter Prozess zu bleiben scheint. Das zumindest belegen quicklebendige Phänomene wie alternative Fakten und abstruseste Verschwörungstheorien. Das belegt auch die Beständigkeit rechtsradikaler, antisemitischer und rassistischer Einstellungen in Europa. Die Aufklärung hat Ängste und Vorurteile nicht einfach verschwinden lassen, aber sie hat uns Instrumente zu ihrer kritischen Reflexion vererbt, und mit ihnen können wir auch unser Erbe kritisch reflektieren. Kant selbst stellte ja einerseits universalistische Prinzipien auf und hierarchisierte andererseits Menschenrassen. Nun kam Kant ja bekanntermaßen aus Königsberg fast nie heraus und konsultierte selbst Reiseberichte kaum.
Insofern ist es vielleicht doch nicht so schlecht, anderen Menschen und der Welt nicht nur im Geiste zu begegnen, sondern auch mit der Seele und allen Sinnen. Aber muss Kant deshalb in die Schublade? Ich glaube nicht. Denn selbst wenn ein Mensch hinter sein eigenes Ideal zurückfällt, muss das Ideal nicht verkehrt sein. Ähnlich ambivalent verhält es sich mit unserer modernen Wissenschaft. Einerseits hat sie menschliches Leid in ungeahntem Maße gelindert und Wohlstand in ungeahntem Maße ermöglicht. Andererseits führte die Idee der Naturbeherrschung zur Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die uns nun in Form des Klimawandels wieder einholt. Insofern bin ich sehr gespannt, wie Sie diese Ambivalenzen im Rahmen Ihres Themenjahres verhandeln werden. Die Aufklärung besteht aber nicht nur aus Kants Gedanken und sie ist in Potsdam wirklich in vielerlei Gestalt präsent. Beispielsweise widmet sich aktuell eine Vortragsreihe des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien den jüdischen Aufbrüchen in die Moderne. Moses Mendelssohn gewann ja noch vor Kant den ersten Preis der Preußischen Akademie der Wissenschaften und für ihn war die Aufklärung nur der theoretische Teil der Bildung des Menschen, während er die praktische Seite Kultur nannte. Und man kann es sich denken, die Mischung macht's oder etwas wissenschaftlicher formuliert, beide sind dialektisch miteinander verschränkt. Jedenfalls verstand auch Mendelssohn die Epoche der Aufklärung als ein Labor für Menschenrechte, für Meinungsfreiheit und für die Vielfalt von Lebensentwürfen. Für die noch immer gebotene und nie abgeschlossene Aufklärung bietet Potsdam viele Labore. Potsdam hat die höchste Wissenschaftsdichte pro Einwohner mit mehr als 70 Hochschul-, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen. Wir haben in unserer Stadt herausragende Kunststätten wie das Museum Barberini oder das neue Kunsthaus Minsk. Potsdam ist auch stolz auf eine junge, kreative, leidenschaftliche, ja auch mitunter widerborstige Kulturszene. Sie alle experimentieren auf ihre Weise mit dem Erbe der Aufklärung. Und bevor gleich die Expertinnen bei Ihnen zu Wort kommen, möchte ich Ihnen, lieber Herr Professor Markschies, ganz herzlich zu Ihrer Wahl als Präsident der Akademienunion gratulieren. Sie stehen für eine Wissenschaft, die geistige Freiheit, Gleichheit und Integration ermöglicht. Nach dem Beginn des russischen verbrecherischen Angriffskriegs auf die Ukraine war Ihnen sofort präsent, dass langfristiger Schaden für die dortige Wissenschaftslandschaft abgewendet werden muss und dass uns dafür eine Verantwortung zukommt und keine geringe. Mit diesem Grundgedanken sind Sie an mich herangetreten und haben mir die Idee des Ost-West-Netzwerks nahegelegt. Eine Plattform für Austausch und Vernetzung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Ost- und Westeuropa. Ich freue mich sehr, dass es trotz angespannter Haushaltslage gelungen ist, den Auftakt dieses Netzwerks zu fördern. Und ich bin Ihnen, lieber Professor Markschies, sehr dankbar für den Impuls. Und nun, am Ende, nun wünsche ich Ihnen noch einen intellektuell wie musikalisch anregenden Abend und darf mich verabschieden. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Exzellenzen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Wissenschaftscommunity, ich freue mich heute außerordentlich hier in der Wissenschaftsstadt Potsdam zu sein und bedanke mich herzlich für die Einladung zum diesjährigen Einstein-Tag und ich bin sehr gespannt auf die Vorstellung Ihres Jahresthemas der Berlin-Brandenburger Akademie der Wissenschaften für 23/24 für das Projekt Aufklärung. Und ich bitte eingangs um Verständnis dafür, dass ich alle Satzzeichen meiner Rede für mich behalte. Smiley. Sehr geehrte Damen und Herren, wir leben in Zeiten multipler Krisen. Der brutale völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf die Ukraine, die durchlittene Pandemiekrise, die eskalierende Klimakrise, damit einhergehende Biodiversitäts- und Welthungerkrise, die akute Energiesouveränitätskrise, überall ist Krise. Krise gilt als neuer Dauer- und Normalzustand. Krisenbewältigung geht wiederum nur mit starker Wissenschaft, mit starken Institutionen unserer parlamentarischen Demokratie und mit einer engagierten Bürgerinnen- und Bürgergesellschaft und vor allem im gemeinsamen Zusammenspiel. Zusammenwirken schafft Halt in diesen Krisenzeiten. In diesen Krisenzeiten ist das Versprechen von Vernunft und Rationalität Ihres Projekts Aufklärung eine Verheißung. Eine Verheißung, die Stabilität in den Zumutungen unserer Zeit verspricht
und die Angriffen ausgesetzt ist. Im Umgang mit den zahlreichen Krisen erleben wir viele Akteure, die Fake News verbreiten und andere strategisch zu irrationalem Verhalten verleiten wollen. Wissenschaftsfeindlichkeit, Desinformationskampagnen und alternative Fakten drohen unsere demokratischen und wissenschaftlichen Spielregeln zu destabilisieren. Fake News tragen zur Verunsicherung bei, wo doch gerade in diesen Zeiten Problemlösungskompetenz, Gestaltungswille und auch Zuversicht gefragt sind. Gerade vor diesem Hintergrund hat Wissenschaft eine enorme Bedeutung. Sie liefert Antworten auf die Probleme unserer Zeit und unserer Zukunft. Wissenschaft stellt uns als Gesellschaft Handlungs- und Orientierungswissen an die Seite. Wissenschaft ist der Kompass schlechthin, der uns die aktuellen Krisen dadurch zu navigieren hilft und eine Faktenbasis schafft, auf deren Grundlage wir gemeinsam als Gesellschaft und auch als Politik entscheiden können. Wissenschaft ist für mich auch immer Seismograf, um künftige Krisen abstrahieren zu können. Im Namen unseres Ausschusses ist nicht nur Bildung und Forschung, sondern auch die Technikfolgenabschätzung. Und das weist darauf hin, dass wir mit Krisenvorsorge, wo wir dann Risiken abstrahieren, auch eine ganze Menge uns als Politik und Gesellschaft ersparen können. Wissenschaft sollte nicht nur zugehört werden, sondern auch erhört werden. Was hätten wir uns ersparen können, wenn wir auf 40 Jahre Klimaforschung genauer gehört hätten? Und deshalb ist United Behind Science nicht umsonst ein zentraler Ruf, hinter dem sich die Klimaschutzbewegung versammelt. Unser Wissenschaftssystem ist stark, gerade in seiner funktionalen Differenzierung von den Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, über die Mittlerorganisation der auswärtigen Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftspolitik bis hin zu den Akademien der Wissenschaften. Und ja, in den letzten Tagen haben wir als Bundestag, als Ausschuss für Bildung und Forschung gemeinsam mit dem Haushaltsausschuss eine ganze Menge geschafft für eine zukunftsfähige Wissenschaftsfinanzierung. Ja, es ist möglich, auch in diesen Krisenzeiten Wissenschaft zukunftsfit zu machen. Bei der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz jetzt Anfang November haben Bund und Länder beschlossen, den Zukunftsvertrag Studium und Lehre, der die Hochschulen unterstützt, um künftig jährlich 3% zu dynamisieren. Das sind bis 2027 jeweils rund 338 Millionen Euro, die unseren Hochschulen für flächendeckende Qualität in Studium und Lehre bundesweit zur Verfügung gestellt werden. Auch die Exzellenzinitiative wird sinnvoll weiterentwickelt und ab 2026 stehen dafür 687 Millionen Euro bereit, damit man künftig 70 statt 57 Exzellenzcluster und bis zu 4 weitere Exzellenzuniversitäten fördern können. Das heißt, sowohl in der Breite als auch in der Spitze, in der universitären Spitzenforschung, haben wir wichtige Schritte gemacht. Übrigens auch mit dem Professorinnenprogramm, das bis 2030 verlängert wird. Denn unser Wissenschaftssystem braucht alle Geschlechter gleichermaßen und mehr Frauen in Spitzenpositionen, denn Talent und Exzellenz sind erstmal geschlechtsneutral. Wir stärken auch unsere Außenwissenschaftspolitik deutlich. Ja, da ging es erstmal ziemlich nach unten in den Budgetplanungen, aber Parlament hat gewirkt. Deutscher Akademischer Austauschdienst und Alexander von Humboldt Stiftung bekommen jetzt endlich 3%ige Aufwüchse. Und auch die Goethe-Institute werden gestärkt. Das war dringend notwendig, weil uns die Internationalisierung des Wissenschaftssystems als wichtiges, weltoffenes Innovationsland sehr am Herzen liegt. Uns war auch sehr wichtig, dass Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen unter den Schutzschirm des Bundes kommen, auch bei der Strom- und Gaspreisbremse. Und wir haben es in den 11 Regierungsmonaten geschafft, schon 2 BAföG-Reformen auf den Weg zu bringen, mit immerhin einer Erhöhung von 20,75% der Freibeträge und deutliche Entlastungen für Studierende, weil sie eben auch in dieser Krise eine armutsgefährdete Gruppe sind und die sollen sich aufs Studium konzentrieren können.
Die Erfolge der letzten Tage und Wochen sind auch ein gutes Omen für die weiteren wissenschaftspolitischen Vorhaben in dieser Wahlperiode. Denn es muss jetzt darum gehen, dass wir zu planbareren Karrierewegen kommen, dass wir Top-Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Wissenschaftssystem halten können durch bessere Arbeitsbedingungen. Deshalb steht die Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes im ersten Halbjahr nächsten Jahres an. Wir wollen auch noch mehr tun für die Vielfalt und die Internationalisierung in der Wissenschaft. Und ganz wichtig ist Wissenschaftsfreiheit als einem unserer zentralen Werte mehr Geltung zu verschaffen. Im Übrigen, indem wir zugleich unsere Schutzinteressen als Bundesrepublik Deutschland und als Europa auch stärker gewährleisten. Schutzinteressen, die unsere technologische, digitale Souveränität in Europa besser schützen. Und deshalb finde ich so wichtig, dass wir uns jenseits von Russland und jenseits von China und vielen anderen autokratischen Ländern mehr unterhaken mit Wertepartnern auf der Welt und hier eben auch sehr stabile Brücken der Wissenschaftskooperation weiter modernisieren. Ich glaube, dass wir es insgesamt schaffen müssen, dass Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, übrigens auch Wirtschaft, mehr miteinander kooperieren und an einem Strang ziehen. Ich glaube, dass wir es sonst einfach nicht schaffen, in eine klimagerechte und damit auch letztlich enkelgerechte Dekade zu kommen. Meine Damen und Herren, oft wurde bei Anlässen wie diesen über die Versäulung in der Wissenschaft geklagt. Ich glaube, funktionale Differenzierung hilft, um die Exzellenz aller gemeinsam zu entfalten. Uns war auf jeden Fall wichtig, dass wir es auch geschafft haben, bei der Umsatzbesteuerung von Forschungskooperationen auch weitere 2 Jahre das Ganze abzuwenden, aber eine nachhaltige Lösung brauchen wir in Zukunft auf jeden Fall noch. Liebes Publikum, die Akademien der Wissenschaft haben in unserem Wissenschaftssystem Gewicht und eine sehr starke Stimme als Reflexionsräume, als Thinktanks, eine ganz wichtige Rolle, um die klügsten WissenschaftlerInnen unseres Landes aller Disziplinen dann auch zusammenzubringen. Und deshalb freue ich mich, dass wir auch das Akademieprogramm weiter ausbauen, analog zum Pakt für Forschung und Innovation, wie im Koalitionsvertrag versprochen, um 3%, damit unter anderem die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaft den interdisziplinären Austausch, die Entwicklung des Wissenschaftssystems weiter so maßgeblich voranbringen kann, gerade mit der geisteswissenschaftlichen Forschung, die kulturelle und wissenschaftliches Erbe erschließt und präsentiert von der Antike bis zur Neuzeit. Das Jahresthema Projekt Aufklärung Ausrufezeichen ist in vielfältiger Art und Weise wichtig. Aufklärung, das bedeutet für mich heute auch, die gesamte Breite und Vielfalt von Gesellschaft mitzunehmen. Um das zu schaffen, ist es eine wichtige Aufgabe von Wissenschaft, auch die Wissenschaftskommunikation noch besser hinzukriegen und auch die Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern. Ich glaube, da können wir in unserem Land noch mehr schaffen, denn Wissenschaft kann ja Lust auf Neues wecken, auf Informieren und Offenheit für die Zukunft entfachen. Und anders als viele Unkenrufe haben wir keine Vertrauenserosion gegenüber der Wissenschaft. Das Wissenschaftsbarometer sagt, dass über 61% der Bevölkerung Wissenschaft vertrauen. 2017 war das nur jede und jeder Zweite. Das muss man aber schützen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit Aufklärung, mit Verantwortung und mit auch mehr Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung über Partizipation, über Citizen Science, über Formate wie Reallabore, Experimentierräume oder auch das jetzt abgeschlossene Wissenschaftsjahr nachgefragt, Ausrufezeichen, hier weiter Brücken bauen. Mit Wissenschaftskommunikation schaffen wir in Krisenzeiten weiter Vertrauen und sorgen dafür, dass diejenigen, die Wissenschaft und Rationalität und Vernunft in Frage stellen, keine Chance haben. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf diesen Abend. Ich freue mich auf die Impulse des Projekts Aufklärung und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Eigentlich, liebe Frau Ministerin, Schüler am Schirm, lieber Herr Gehring hier im Raum, lieber Herr Schubert, eigentlich, liebe Abgeordnete aus Bundestag und Landtagen, eigentlich, liebe Mitglieder und Mitarbeitende der Akademie, folgt in den allermeisten Akademien nach den Grußworten, und für beide danke ich sehr, sehr herzlich, folgt also nach den Grußworten der Bericht des Präsidiums der Akademie über das Leben der Akademie. Schon meine verehrten Vorgänger im Amt, nochmals einen Gruß, lieber Herr Grötschel, haben freilich an diesen Stellen nie die Berichte dupliziert, die man anderswo nachlesen kann, sondern zu einem oder mehreren Punkten pointiert Stellung genommen, die Wissenschaft im Allgemeinen oder die Wissenschaftspolitik im Besonderen betreffen. Und ich sehe gar keinen Grund, von dieser Praxis, die uns nicht nur in der Akademie in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Stoff für anregende Diskussionen beschert hat, heute abzuweichen. Ich bin im Gegenteil dazu übergegangen, den Punkt aus Wissenschaft und Wissenschaftspolitik, zu dem ich besonders Stellung zu nehmen gedenke, bereits als Titel über meinen Bericht zu setzen und ins Programm zu schreiben. Laboratorium, Projekt, Aufklärung in der Akademie und anderswo. Und damit ist zugleich auch klar, dass ich nur präludiere, was gleich Markus Villaschek vorstellen wird und dann mit Patrick Kramer und Benedikt Savoy noch ausführlicher diskutieren wird. Unser Jahresthema für die nächsten beiden Jahre, Projekt Aufklärung. Nun darf man sich bei einem so hehren Wert zu Beginn der Aufklärung, meine sehr verehrten Damen und Herren, etwas Ironie erlauben, schon deswegen erlauben, weil die europäische Aufklärung des 18. Jahrhunderts große und scharfzüngige Ironiker kennt. Ich nenne nur neben Voltaire den Göttinger Georg Christoph Lichtenberg. Und Ironie ein wunderschönes Zeichen dafür sein kann, dass man sich selbst nicht restlos ernst nimmt, sondern den Stachel der Kritik immer auch gegen sich selbst zu richten bereit ist. Selbstaufklärung der Aufklärung. Ich beginne also meinen sehr programmatischen, auf die Bedeutung der Aufklärung in Wissenschaft und Wissenschaftspolitik zugespitzten Bericht auf diesem Einstein-Tag selbstironisch mit dem Betriebsausflug. Mit dem Betriebsausflug der Mitarbeitenden der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 30. September 2022. Alltag einer Akademie, Alltag wie in vielen anderen Wissenschaftsinstitutionen dieses Landes, obwohl Sie ahnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ohne dass ich viel Worte machen muss, dass es pandemiebedingt schon lange keinen solchen Betriebsausflug mehr gab. Im Rahmen dieses Betriebsausflugs nach Potsdam-Babelsberg haben wir nicht nur gemeinsam mit unserem Akademievorhaben zur Symbolsprache der preußischen Monarchie das Babelsberger Schloss besucht, sondern auch das ebenfalls in Babelsberg gelegene Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam, geleitet von unserem Mitglied Matthias Steinmetz. Auch Ihnen einen herzlichen Gruß. Dieses Institut hat mehr mit unserer Akademie zu tun, als vielen hier im Raum auf den ersten Blick scheinen mag. Bis 1992 gehörte es als Zentralinstitut für Astrophysik zur Akademie der Wissenschaften der DDR und damit zu jenen vielen herausragenden naturwissenschaftlichen Instituten, die nach der deutschen Wiedervereinigung von der Akademie abgetrennt wurden. Eine, wie ich heute nur knapp anmerken möchte, tief ambivalente Entscheidung der damals Verantwortlichen, die eine Akademie in der Tradition von Leibniz und Humboldt und vielen anderen allein auf geisteswissenschaftliche Großforschung beschränkt hat. Wir arbeiten aber an diesem Problem als Akademie. Zurück zum Betriebsausflug und zum Potsdamer Leibniz-Institut für Astrophysik. Dieses Institut ist auch deswegen ganz eng mit uns verbunden, weil es in der Tradition unserer Akademie-Sternwarte steht.
die im Jahre 1700 noch in Berlin-Mitte ihren Betrieb aufnahm, später zur königlichen Sternwarte wurde und nach dem Verlust des preußischen Königs im Jahre 1918 angesichts des smogverhangenen Berliner Himmels schon nach Babelsberg übersiedelt zur Universitätssternwarte mutierte und 1947 wieder der Akademie übergeben wurde, deutsche Institutionengeschichte. Diese verwickelte Geschichte des heute mit der Erforschung der Sonne und der Milchstraße beschäftigten und zur Leibniz-Gemeinschaft gehörenden Instituts für Astrophysik Potsdam war mir in Grundzügen bekannt. Als wir Ende September auf dem ersten nachpandemischen Betriebsausflug die alte Akademie, später königliche und dann Universitätssternwarte besuchten. Und dort in der Eingangshalle in Babelsberg auf ein mir bis dato vollkommen unbekanntes astronomisches Instrument trafen, das nicht nur eng mit der Geschichte unserer Akademie verbunden ist, sondern auch ganz eng zu unserem Thema Aufklärung, zu meinem Thema Laboratorium, Projekt, Aufklärung in der Akademie und anderswo gehört. Um dieses Instrument wird es jetzt für einige Minuten im Detail gehen, weil es für unser Thema wichtig ist. In einer baubedingt etwas angestaubten Vitrine im Eingangsbereich des Babelsberger Instituts steht ein Quadrant. Sie sehen ihn hinter mir, also ein Viertelkreis, mit dem man den Höhenwinkel und die Position von Gestirnen bestimmen kann. Laut seiner französischen Inschrift handelt es sich bei dem Quadranten um ein Geschenk meines Vorgängers, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, der von 1746 bis 1759 als Präsident unserer Akademie leitete, um ein Geschenk an die Akademie. Und es wurde laut seiner Signatur 1736 in der königlichen Uhrmacherwerkstatt, Pariser Uhrmacherwerkstatt, von dem berühmten Hofuhrmacher und Instrumentenbauer Charles-François Langlois konstruiert. Mit anderen Worten, eigentlich, lieber Matthias Steinmetz, gehört der Quadrant uns. Was ist ein Quadrant? Der Laie Christoph Markschies versucht sich, herzlich willkommen, verehrter Herr Oberbürgermeister, der Laie Christoph Markschies versucht sich in der Beschreibung eines Babelsberger Quadranten. Der Quadrant besteht, Sie sehen das, aus einem Kreisbogen, dem Limbus, mit einer Gradskala, auch das kann man sehen, an dessen einem Bogenende sich ein Fixfernrohr befindet. Etwas oberhalb der Mitte, auch das sehen Sie dort, ist ein Schwenkfernrohr angebracht und darunter die Lotbüchse. Ich hätte Ihnen den Quadranten liebend gern auf die Bühne hierher gebracht, aber das Instrument ist in einem Zustand, der seinen Transport selbst von Babelsberg nach Potsdam-Mitte nicht eben ratsam erscheinen lässt. Vielleicht hatte man in Babelsberg aber auch Angst, dass wir unser Instrument gleich behalten und nicht wieder hergeben. Wozu brauchte der spätere Akademiepräsident Maupertuis einen Quadranten? Und warum schenkte er ihn der Akademie und was hat das alles mit Aufklärung als Projekt und Laboratorium zu tun? Der 1698 geborene Pierre-Louis Moreau de Maupertuis war zunächst seit 1723 Adjunkt, seit 1725 Mitglied und seit 1731 besoldetes Mitglied der Pariser Akademie der Wissenschaften für das Fach Mathematik. Einschlägig für unseren Quadranten wurde ein Aufenthalt von Maupertuis in London im Jahre 1728 und seine dabei erfolgte Aufnahme in die Royal Society. Denn in London entdeckte Maupertuis die physikalischen Theorien von Sir Isaac Newton und wurde zu einem leidenschaftlichen Anhänger dieser Theorien. Wurde zu einem leidenschaftlichen Anhänger der Theorien eines Engländers in Frankreich, in Paris. Ein anderer französischer Aufklärer, unser Mitglied Jean-Baptiste Laurent d'Alembert,
einer der Herausgeber der Enzyklopädie, eines Hauptwerks der französischen Aufklärung, schrieb über seinen Mentor Maupertuis in der Einleitung zum ersten Band der Enzyklopädie: Der Erste unter uns, der es wagte, sich offen als Newtonianer zu erklären, ist der Autor der Diskurse über die Figur der Sterne. Maupertuis glaubte, dass man ein guter Bürger sein könne, ohne die Physik des eigenen Landes blindlings zu übernehmen. Und um diese Physik aufzugreifen, brauchte er einen Mut, für den wir alle nur tief dankbar sein können. Auf den hier angedeuteten Gegensatz zwischen einer englischen und einer französischen Physik, zwischen London und Paris, müssen wir gleich noch einmal eingehen, obwohl mir heute die Zeit fehlt, im Einzelnen nachzuzeichnen, in welche Verwicklung die offene Parteinahme für die englische Physik und den Engländer Newton den Franzosen Maupertuis in Frankreich stürzte und welche spektakuläre Kontroverse zwischen den Anhängern Newtons und den Anhängern von René Descartes dadurch weiter angeheizt wurde. Nur so viel. Zum zentralen Streitpunkt zwischen der englischen Physik Newtons und der französischen Physik Descartes entwickelte sich nicht zufällig eine schon optisch überaus einprägsame Frage nach unserem Weltbild. Newton hatte durch theoretische Überlegungen, aber eben nur durch theoretische Überlegungen festgestellt, dass die Erde aufgrund der universellen Anziehung die Form eines an den Polen abgeflachten Rotationsellipsoids aufweist. Die Kartesianer behaupteten im Gegenteil, dass die Erde sich auf der Ebene der Pole wölbt und am Äquator abflacht. Diese unterschiedlichen Weltbilder in London und Paris etwas schlichter durch Beispiele illustriert. Die Newtonianer beschrieben die Erde eher als Mandarine, die Kartesianer als Melone. Englisch Mandarine, Französisch Melone. Wenn mir die vielfach im Raum vorhandenen Expertinnen und Experten diese überaus schlichte Laienbeschreibung des Geisteswissenschaftlers verzeihen. Maupertuis hatte, wie D'Alembert eingangs in der Enzyklopädie festgehalten hatte, 1732 mit seiner Veröffentlichung Diskurs über die verschiedenen Gestalten der Sterne sich nicht nur klar auf Seiten Newtons positioniert, sondern auch erkannt, dass der Streit nur durch entsprechende Messungen, nämlich durch Messungen an einem der Pole, abschließend zu klären sei. Und deswegen, und nun geht es langsam wirklich um Aufklärung, organisierte er eine Expedition. Eine Expedition, um zu messen, eine Expedition nach Lappland. Deswegen erwarb er 1736 einen Quadranten für entsprechende Messungen der Gegebenheiten in Polnähe auf seiner Expedition. Und mit dem Quadranten, den er dann der Akademie schenkte, brach eine Gruppe französischer Wissenschaftler per Schiff ins heutige Finnland auf und berechnete den lappländischen Meridianbogen. Das geschah durch die Messung einer Grundlinie entlang eines zugefrorenen Flusses zwischen dem Kirchturm der Ortschaft Tornio als südlichem Endpunkt und dem Hügel Kittisvaara bei Pello als nördlichem Endpunkt. Und mit Hilfe dieser Messung wurde dann der Meridianbogengrad mittels Triangulierung berechnet. Da der lappländische Meridian größer ist als der Meridiangrad, der einige Jahrzehnte zuvor zwischen Amiens und Paris gemessen wurde, wollte man mathematisch auf diese Weise exakt zeigen, dass die Erde an den Polen gut abgeflacht ist, Mandarine, und damit das kartesianische Weltbild eindeutig widerlegt werden kann. Auf dem Gipfel des Kittisvaara bei Pello erinnert seit 1956 eine Pyramide an Expedition und Messung. Wäre jetzt viel Zeit und wäre ich nicht ein so blutiger Laie in diesen Zusammenhängen, würde ich nun näher beschreiben,
wie die Expeditionsteilnehmer fast 12 Monate vom Juli 1736 bis zum Juni 1737 mit unserem Quadranten und seinen Teilen ein Dreieck ausgemessen haben, wie man dazu Sümpfe mit Legionen von Stechmücken zu durchqueren hatte, urwaldähnliche Landschaften und felsiges Gelände, die Gruppe in Verbindung mit Nebel und Regen und Ungeziefer fast zur Verzweiflung brachten. Zitat: Wir waren schon auf dem Flusse durch grünköpfige, große Fliegen geplagt worden. Auf dem steilen Felsenberg wurden wir aber von noch grausameren Fliegenarten verfolgt. Nebenbei dokumentierte man noch Runensteine und auf der Rückreise im Juni 1737 schlussendlich erlitt man mit der ganzen Expedition 4 Matrosen, 1 Lehrling, 5 Diener, 1 Koch, 5 Wissenschaftler samt Astronom, der gleichzeitig als Priester noch die Messe zelebrieren konnte, waren ja katholische Franzosen, also erlitt man Schiffbruch, aber rettete die Ergebnisse der Messung und eben unseren Quadranten. Gottlob bewahrt, und segelte mit einem neuen Schiff nach Antwerpen und dann weiter nach Paris, um dort zu berichten von den Abenteuern der Expedition. Ginge es, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute Abend nicht um unser Jahresthema Projekt Aufklärung? Ausrufezeichen. Und mir um Aufklärung als Projekt und Laboratorium, dann wäre noch mancherlei aus dem wild bewegten Leben des Pierre-Louis Moreau de Maupertuis zu erzählen, eines Sohns einer Freibeuterfamilie aus Saint-Malo, der von Friedrich dem Großen eingeladen wurde, auf Lebenszeit Berliner Akademiepräsident zu werden, erst einmal mit der preußischen Armee in österreichische Gefangenschaft geriet und erst 6 Jahre nach der ersten Einladung die Präsidentschaft unserer Akademie übernahm, dort auch sofort wieder in schwere Auseinandersetzungen geriet und bald im unschönen Verdacht stand, den Akademiegründer Leibniz plagiiert zu haben. Ein gehässiger Vorwurf, den sein Landsmann Voltaire ebenso begierig wie scharfzüngig aufgriff. Obwohl Maupertuis bis 1759 Präsident blieb, war er schon 1756 nach Basel gezogen. Das ginge heute nicht mehr. In Berlin als Sonderling verschrien, weil er in seinem Haus in der Nähe des Tiergartens zu wissenschaftlichen Zwecken eine Art privaten zoologischen Garten betrieb. Begraben wurde Maupertuis nach seinem Tode 1759 als Katholik im katholischen Schweizer Dornach, aber 1829 ausgebuddelt und seine sterblichen Überreste nach Paris gebracht. In der Kirche Saint-Roch kann man sie heute noch besuchen. Aber genug von diesem besonderen Leben und nur noch wenige Worte zu einem Porträt, in dem Maupertuis für alle sichtbar seine Expedition in Szene setzte. Auf diesem Bild, das ich Ihnen hier als Kupferstich nach einem Gemälde eines bekannten zeitgenössischen französischen Porträtisten von 1741 zeige, ist Maupertuis nicht im gelehrten Kostüm seiner Zeit zu sehen, sondern in lappländischer Tracht. Mit Pelzmütze, Mantel und den bis heute berühmten und oft verkauften lappländischen Bändern. Maupertuis weist denen, die das von ihm, wie sie, in Auftrag gegebene und bis in Details geprägte Bild betrachten, mit einer imperialen Geste der ausgestreckten rechten Hand den Weg zur wahren Wissenschaft. Hinter dem Vorhang zeigt sich eine lappländische Landschaft, und mit der linken Hand drückt er gleichsam den Globus, gleichsam am Pol oben flach. The man who flattened the earth, hat Mary Tyrrell ihre vor 10 Jahren publizierte Monographie über Maupertuis überschrieben. Abflachen, meine sehr verehrten Damen und Herren, heißt aber nicht verflachen. Im Hintergrund des Kupferstichs sieht man die auch aus der deutschen Literatur der Romantik bekannten Kupferhütten von Falun, die die Expedition ebenfalls besuchte. Sie ahnen längst, nicht wahr, meine sehr verehrten Damen und Herren, warum ich seit längerem über einen Quadranten spreche. Einen französischen Mathematiker und Philosophen und über Details einer Lappland-Expedition. Auch das ist Aufklärung.
Laboratoriumaufklärung. Theorien wie die von Isaac Newton, Theorien wie die von René Descartes, durch präzise Messungen aus dem Reich der Wissenschaft entweder ins Reich der Spekulation verweisen oder im Reich der Wissenschaft halten. Die engen Grenzen der eigenen Wissenschaft überwinden. Die engen Grenzen der eigenen Nation als Franzose in Paris für den Londoner Newton votieren und nicht für den Landsmann Descartes. Die Grenzen der eigenen Disziplin und einer ländersprachendisziplinenübergreifenden Gemeinschaft, das ist Aufklärung. Da waren wir schon einmal, 1736 und 37. Aber da waren wir seither nicht immer als vormals Preußische Akademie der Wissenschaften. Wenn ich erstmals, als wir hier das letzte Mal in diesem Saal versammelt waren, 2019, Aufklärung als Laboratorium bezeichnet habe, dann ging es mir schon damals und geht es mir heute wieder darum, dass schon ein ganzer Teil der Aufklärung des 18. Jahrhunderts ihr Wissen nicht, wie beispielsweise Leibniz, in Gestalt eines Systems zu ordnen und zu hierarchisieren versucht hat, sondern das Wissen als Versuch entworfen hat und getestet hat, gemessen hat, in einem epistemischen Zwischenraum gearbeitet hat und die aufkommende Experimentalkultur der Naturwissenschaften auch als Methode in die Geisteswissenschaften eingeführt hat. Nicht überall, aber an einzelnen Stellen. Wenn beispielsweise Voltaire in einem Text von 1765 fragt, ob biologische Experimente zur Selbstorganisation der Materie das Mikroskop zum Laboratorium der Atheisten machen, weil die Übernahme eines Schöpfers überflüssig wird, und auch Maupertuis immer wieder kosmologische Fragen aus naturwissenschaftlichen Beobachtungen ableitet, dann wird deutlich, dass der Laboratoriumscharakter der Aufklärung des 18. Jahrhunderts ihre naturwissenschaftlichen Seiten mit ihren geisteswissenschaftlichen verband. Und unsere beiden Arbeitsstellen, die hier in Potsdam, ganz in der Nähe drüben am Neuen Markt, und in Berlin am Gendarmenmarkt die Werke von Leibniz edieren, diese beiden Arbeitsstellen könnten ohne Mühe und sehr ausführlich nun vorstellen, wie unser Akademiegründer wissenschaftstheoretisch das Experiment im Laboratorium als Methode beschreibt, als Aufklärungsmethode. Zitat: Alsdann muss man sie alle so bald als mucklich probieren lassen. 1671. Theorie mit Praxis. Reto Rössler hat über diese Zusammenhänge gerade unter dem Titel vom Versuch gehandelt und der schon vor 6 Jahren publizierte Sammelband Science and Spectacle in the European Enlightenment, herausgegeben von Bernadette Bensaud-Vincent und Christine Blondel, zeigt zusätzlich, dass die spektakuläre Inszenierung dieses Laboratoriumscharakters Lappland-Expedition mit Schiffbruch, dass die spektakuläre Inszenierung des Laboratoriumscharakters der Aufklärung ein Stück zeitgenössischer Wissenschaftskommunikation war, auch schon damals Eventisierung, aber auch ein Stück akademischer Selbststilisierung der aufgeklärten Wissenschaften der Zeit. Die Berliner Akademie war, wie gerade ein bei Oxford University Press publizierter Band unter dem Titel The Berlin Academy in the Reign of Frederick the Great wieder wunderschön zeigt, im 18. Jahrhundert ein zentraler europäischer, die Grenzen von Sprache und Disziplin immer wieder transzendierender Ort dieses Laboratoriums der Aufklärung. Und ich würde mich von Herzen freuen, wenn wir es auch in den nächsten beiden Jahren unter unserem Jahresthema wieder werden könnten, Projekt Aufklärung, Ausrufezeichen. Es ist eben schon für das 18. Jahrhundert nicht nur von Kant zu reden, sondern auch von Leibniz, von Bacon, den Voltaire 1730 den Vater der experimentellen Philosophie genannt hat, von Newton, von Maupertuis, von D'Alembert, von Euler, und natürlich von Voltaire selbst.
Und deswegen dekorieren die genannten Personen jetzt den Flur vor meinem Büro, damit ich immer beim Heraus- und Reingehen daran erinnert werde. Aufklärung ist, wie Steffen Martus in seiner großen Monographie Aufklärung von 2018 zeigt, schon in Deutschland pluriform, pluridisziplinär und polyzentrisch. Man muss ja nur den Namen des Mathematikers Leonhard Euler nennen, der Maupertuis im Amt der Akademieleitung nachfolgte. 1774 veröffentlichte er eine Rettung der göttlichen Offenbarung gegen die Einwürfe der Freigeister und dokumentierte damit, wie übrigens auch schon Leibniz, dass man als Aufklärer durchaus anders über Theologie und Religion denken konnte als beispielsweise Voltaire. Schon im 18. Jahrhundert ist Aufklärung pluriform, pluridisziplinär und polyzentrisch. Und so kann heute nicht mehr nur in Mitteleuropa über Aufklärung geredet werden. Es muss mit Menschen anderer Weltgegenden geredet werden, mit Menschen mit anderen Weltbildern und Weltsichten. In Asien, in Afrika, in Südamerika zum Beispiel. Solche Menschen werden am europäischen Projekt der Aufklärung des 18. Jahrhunderts Kritik üben. Aber was wäre schon das Projekt der Aufklärung des 18. Jahrhunderts ohne seine hellsichtigen Kritiker? Isaiah Berlin hat über drei von ihnen erstmals 1960 meisterlich gehandelt. Vico, Hamann und Herder. Und unser Mitglied Jürgen Trabant hat eine Grundschrift von Gian Battista Vico gerade jüngst kritisch ediert und klug kommentiert. Und ich bin glücklich darüber, und Sie hoffentlich auch, dass wir an unserer Akademie durch das Vorhaben Alexander von Humboldt auf Reisen und das Archiv der weltweit bedrohten Sprachen, das Endangered Languages Program, immer wieder junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Mittel- und Südamerika, Afrika und Asien, in Berlin wie hier in Potsdam zu Gast haben, mit denen wir in den nächsten zwei Jahren ebenso kritische wie konstruktive Gespräche über das Projekt Aufklärung im Laboratorium der Aufklärung führen können. Der Vorsitzende des Senats unserer Akademie und Direktor des Hamburger New Institutes, Wilhelm Krull, hat gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe ein Manifest erarbeitet, das gerade unter dem Titel Towards a New Enlightenment veröffentlicht worden ist. Die Gruppe wirbt dafür, Impulse der klassischen Aufklärung wie ihrer Kritik zu integrieren und nicht nur den komplexen Dialog der Kulturen über das Projekt der Aufklärung zu führen, sondern auch ein ökologisches Bewusstsein, wie ein Bewusstsein unserer eigenen Vulnerabilität in ein Projekt Aufklärung 2.0 zu integrieren. Auch darüber muss und wird vielleicht nachher diskutiert werden. Als ich anlässlich meiner Wahl vor drei Jahren schnell ein Zitat für eine Pressemeldung zu formulieren hatte, meine sehr verehrten Damen und Herren, und die Formulierung vom Laboratorium der Aufklärung wählte, war mir gar nicht deutlich, dass im Verlag Wilhelm Fink seit über 20 Jahren unter eben diesem Titel Laboratorium der Aufklärung eine Buchreihe erscheint, die inzwischen 40 Veröffentlichungen zählt. Die Herausgeber haben diesen Reintitel gewählt, weil sie Entwürfe und Kontroversen der Aufklärung des 18. Jahrhunderts nicht nur als Laboratorium längst vergangener Zeiten begreifen. Zitat: Entwürfe und Kontroversen als Laboratorium zu begreifen, heißt, sie auf ihre bis heute wirksamen Potenziale zu befragen. Genau das ist das Anliegen dieser Reihe im Fink Verlag. Natürlich würde es sich lohnen, einen so aktualisierten Begriff von Aufklärung als Laboratorium ins Gespräch zu bringen, mit gegenwärtigen Überlegungen zur Theorie und Praxis von Wissenschaften, beispielsweise der Praxeologie von Geisteswissenschaften, die Steffen Martus gemeinsam mit Carlos Spörhase jüngst unter dem Titel Geistesarbeit vorgelegt hat, und so den Eindruck von Paul Reiter und Chad Wellman zu dementieren, die permanente Krise der Geisteswissenschaften bestehe in der Klage melancholischer Mandarine über ihren Einflussverlust. Aber keine Sorge,
Diese vorsichtigen Andeutungen muss man in einem Bericht nicht ausführen, denn das Jahresthema wird heute ja erst eröffnet. Für weitere Ausführungen und Klarstellungen haben wir alle 2 volle Jahre Zeit, Herr Vilaschek, und darauf freue ich mich. Wir nutzen diese 2 Jahre Zeit angemessen, wenn unser Anführungsstriche Projekt Doppelpunkt Aufklärung Ausrufezeichen Ausführungsstriche nicht eurozentrisch daherkommt. Wenn Akademie Teil einer weltweiten Kommunikationskultur und Mediatorin von entsprechendem Wissenschafts- und Kulturtransfer, Wissens- und Kulturtransfer bleibt, wenn unser Jahresthema nicht zur bloßen Kantfeier, aber natürlich auch nicht zum bloßen Kantverriss mutiert und darin die Grenzen der Disziplinen planmäßig transzendiert werden, ohne dass der kritische Impuls der Lapplandreise verloren geht. Symbolisiert im Quadranten in Babelsberg, und da bleibt er natürlich, Herr Steinmetz. Der Quadrant, gelegentlich zerplatzt die schönste Theorie an einer präzisen Messung und sie zerplatzt endgültig. Maupertuis Messungen in Lappland enthielten übrigens einen schweren Rechenfehler, wiesen aber in die richtige Richtung. Wissenschaft geht also weiter, Doppelpunkt. Aber mein Bericht schließt hier. Punkt. Thank you.
Jetzt fungiere ich wirklich nur als Ansager. Eigentlich sollte Julia Fischer diese Podiumsdiskussion moderieren. Da sie das jetzt nicht kann und Herr Willaschek so freundlich war, in die Moderation einzuspringen, muss er ja auch Gelegenheit haben, als Sprecher des Jahresthemas das Jahresthema vorzustellen. Und das wird er jetzt zunächst tun. Ich habe schon gesagt, dass er in Frankfurt eine Professur vertritt und hier auf diesem Podium erscheint beispielsweise ein Kant-Handbuch und viele andere Veröffentlichungen vor Ihren Augen. Aber noch besser als diese Erscheinung ist das Erscheinen von Herrn Willaschek. Bitte. Vielen Dank, Herr Markschies, meine Damen und Herren. Wenn eine progressive Minderheit traditionelle Geschlechterverhältnisse mit ungewohnten Begrifflichkeiten in Frage stellt, dauert es meist nicht lange, bis das gesellschaftliche Establishment diese neuartigen Vorstellungen als unverständlich und schädlich zurückweist. Nein, ich spreche nicht von den aktuellen Debatten über Sex und Gender, sondern über die standesamtliche Trauung im Zeitalter der Aufklärung. 1783 hatte der Pfarrer Johann Friedrich Zöllner in einem Aufsatz gegen die Zivilehe dafür argumentiert, dass Ehen weiterhin ausschließlich vor dem Traualtar geschlossen werden sollten. Zöllner beklagte die Verderbung der Sitten und Herabsetzung der Religion durch diejenigen, die, Zitat, unter dem Namen der Aufklärung die Köpfe und Herzen der Menschen verwirren. Und in einer Fußnote fügt er hinzu: Was ist Aufklärung? Diese Frage sollte doch wohl beantwortet werden, ehe man aufzuklären anfinge. Und doch habe ich sie nirgends beantwortet gefunden. Dass der deutsche Ausdruck Aufklärung einer Erläuterung bedurfte, lag auch daran, dass er zu dieser Zeit erst seit kurzem im Umlauf war. Die Bewegung der Aufklärung, Englisch Enlightenment, Französisch Lumière, bestand damals in ganz Europa bereits seit über 100 Jahren. Sie wurde getragen von bedeutenden Philosophen wie Locke und Wolff, Literaten wie Voltaire und Lessing und WissenschaftlerInnen wie D'Alembert und Madame du Châtelet, um nur einige Namen zu nennen. Bei allen lokalen und ideologischen Unterschieden einte die Aufklärer das Bemühen um die Überwindung von Vorurteilen und Aberglauben, die praktische Nutzbarmachung wissenschaftlicher Erkenntnisse, die Kritik an historisch gewachsenen Herrschaftsstrukturen und der Kampf gegen Unterdrückung und Despotismus. Die zentralen Begriffe der Aufklärung wie Vernunft, Freiheit, Fortschritt, Demokratie und Frieden waren 1783 auch in Deutschland schon lange in aller Munde. Aber das Wort Aufklärung selbst kam erst relativ spät auf. So schreibt Moses Mendelssohn 1784 in einer Antwort auf Zöllners Frage, Zitat, die Worte Aufklärung, Kultur, Bildung sind in unserer Sprache noch neue Ankömmlinge. Der gemeine Haufe versteht sie kaum. Der Aufklärungsskeptiker Zöllner fragte also nicht ohne Grund, was mit dem Wort Aufklärung eigentlich gemeint war. In seinem Text Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, gibt Immanuel Kant die gewünschte Definition in drei berühmten Sätzen, die Sie vermutlich alle kennen. Ich selbst erinnere mich noch gut, wie ich diese Sätze mit 16 oder 17 Jahren zum ersten Mal gelesen habe und ich wirklich elektrisiert von ihnen war. Ich zitiere sie, obwohl sie so gut bekannt sind, weil sie einfach unvergleichlich mitreißend und eindrucksvoll sind. Aufklärung, schreibt Kant, ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt. Und Kant fährt fort, sappere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Zitat Ende. Unser Jahresthema für die Jahre 2023 und 2024 widmet sich der Aufklärung aus zwei Gründen. Zum einen feiern wir am 22. April 2024 den 300. Geburtstag Immanuel Kants,
der nicht nur ein führender Vertreter der Aufklärung und der bedeutendste Philosoph der Neuzeit war, sondern seit 1786 bis zu seinem Tod 1804 auch Mitglied unserer Akademie bzw. ihrer Vorgängerinstitution der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Zum anderen ist die Aufklärung nicht nur eine historische Epoche, das haben wir nun auch schon heute mehrfach bestätigt bekommen, sondern ein bis heute andauerndes Projekt. Die Epoche der Aufklärung hat uns Errungenschaften wie die Demokratie und die Menschenrechte hinterlassen, die heute gefährdet sind. Sie hat Ziele wie das einer globalen Weltfriedensordnung definiert, die bis heute nicht erreicht sind. Und sie hat zu Problemen wie dem Klimawandel und globaler Ungleichheit beigetragen, die uns heute existenziell bedrohen. In den Veranstaltungen unseres Jahresthemas wollen wir unter anderem der Frage nachgehen, ob bzw. wie weit die Probleme der Aufklärung auch mit den Mitteln der Aufklärung gelöst werden können. In den verbleibenden 10 Minuten meiner kurzen einleitenden Bemerkungen möchte ich 2 Aspekte der Aufklärung hervorheben, die sich ergänzen, aber auch miteinander in Konflikt geraten können. Wenn Kant Aufklärung mit individueller Mündigkeit und Selbstdenken identifiziert, bringt er den ersten dieser beiden Aspekte auf den Punkt. Das kritische Hinterfragen althergebrachter Vorstellungen, die Befreiung der Menschen aus der Bevormundung von Kirche und Staat, das Recht auf freie Meinungsäußerung und den offenen gesellschaftlichen Diskurs, der auch ein Recht auf abweichende Auffassungen, ja auf Denkfehler und Irrtümer enthält. Der andere, zum Teil gegenläufiger Aspekt der Aufklärung, der gerade für eine Wissenschaftsakademie wie die unsere von besonderer Bedeutung ist, besteht in der Orientierung von Denken und Handeln an den Erkenntnissen der Wissenschaft. Die Vertreter der Aufklärung sahen darin ein entscheidendes Mittel zur Verbesserung der menschlichen Lebensverhältnisse. Wissenschaft sollte nicht nur der Befriedigung theoretischer Neugier dienen, sondern praktische Anwendung finden. Theoria cum praxi. Theorie mitsamt ihrer praktischen Umsetzung, so lautete das Motto des Gründers unserer Akademie, Gottfried Wilhelm Leibniz. Dieses Motto könnte ebenso wohl als Wahlspruch der Aufklärung gelten wie Kants Sapere Aude. Francis Bacons berühmte Formulierung »Wissen ist Macht« weist in dieselbe Richtung. Sie besagt, dass uns das Wissen über die Natur die Macht gibt, die Natur zu beherrschen und für unsere menschlichen Zwecke zu benutzen. Das Kernstück der französischen Aufklärung, die von Diderot und D'Alembert herausgegebene Enzyklopädie, verfolgte dasselbe Ziel. Sie enthielt unter anderem detaillierte Pläne zur Herstellung von Uhren und anderen Apparaten, ebenso wie agrarwissenschaftliche Handlungsanweisungen zu Fruchtwechsel- und Düngemethoden. Die auf diese Weise praxistauglich gemachten wissenschaftlichen Theorien trugen dann zur Agrarrevolution des 18. Jahrhunderts ebenso bei wie zur industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts. Heute wissen wir, dass diese Entwicklung eine dunkle Kehrseite hatte. Die Agrarrevolution führte zwar zur Ernährung von immer größeren Menschenmengen, aber auch zu Monokulturen und Übernutzung von Böden. Die industrielle Revolution zum Massenelend, Umweltverschmutzung und Naturzerstörung. Die mit dem aufklärerischen Motto »Wissen ist Macht« verbundene Hoffnung auf eine vollständige Beherrschung der Natur zum Wohle der Menschen hat sich als eine Illusion erwiesen. Unsere technischen Eingriffe in die Natur erzeugen Nebenwirkungen wie den globalen Klimawandel, die wir nicht kontrollieren können und deren Folgen die Menschheit heute bedrohen. Nun kann eine Lösung dieser Probleme nicht in dem Verzicht auf Wissenschaft und Technik bestehen, sondern nur in weiterer wissenschaftlicher Forschung und dem Einsatz besserer Technik. Aber es bedarf auch einer gesellschaftlichen Reflexion über die Rolle der Wissenschaft in politischen Entscheidungsprozessen und über den Einsatz von Technik in Leben und Gesellschaft. Unser Jahresthema Projekt Aufklärung soll zu dieser Reflexion beitragen. Zu den dunklen Seiten der Epoche der Aufklärung gehören zweifellos auch sexistische, rassistische und antisemitische Vorurteile, die im 18. Jahrhundert weit verbreitet waren. Sicher, manche Aufklärer, wie Kants Freund Theodor von Hippel, setzten sich für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ein. Aber die meisten, darunter auch Kant, gingen weiterhin von einer männlichen Überlegenheit aus.
Ja, manche Aufklärer wie Georg Forster wandten sich gegen rassistische Vorurteile und den Kolonialismus, aber die meisten sahen darin kein Problem. Erst in seinen letzten Jahren kritisierte auch Kant den Kolonialismus, distanzierte sich aber nie von seinen früheren rassistischen Äußerungen. Und manche Aufklärer befürworteten wie Kant die gesellschaftliche Gleichstellung der Juden, aber viele von ihnen konnten, wiederum wie Kant, ihre antisemitischen Vorteile trotzdem nicht ganz ablegen. Auch hier zeigt die Aufklärung also ein doppeltes Antlitz. Sie forderte Vorurteilskritik und Selbstdenken, wurde ihrem eigenen Anspruch aber oft nicht gerecht. Doch das eigentliche Problem liegt noch tiefer und ist heute von großer Relevanz. Denn der kritische Anspruch, nur der eigenen Einsicht zu folgen, führt nicht nur dann in die Irre, wenn er nicht weit genug, sondern auch dann, wenn er zu weit getrieben wird. Radikale Impfgegner, Reichsbürger und andere sogenannte Querdenker sind gegenüber den herrschenden Autoritäten so kritisch, wie man es nur sein kann, und scheinen damit auf den ersten Blick Kants Forderung des Selbstdenkens zu genügen. Und dennoch gehen ihre Überlegungen in die Irre. Kant setzte als Korrektiv solcher Irrwege auf den öffentlichen Diskurs. Wenn die Menschen ihre Meinungen nur frei und öffentlich austauschen, werden sich Irrtümer und Täuschungen nicht lange halten können. Doch diese Hoffnung hat sich nicht bestätigt. Die Internetforen von Verschwörungstheoretikern und anderen Anhängern von alternativen Fakten zeigen, dass ein freier öffentlicher Diskurs noch keine Garantie für Aufklärung und Selbstdenken im Sinne Kants ist. Ganz im Gegenteil. Gerade der Mut zum Selbstdenken kann in Zeiten von Internet und Social Media zur weiten Verbreitung von Vorurteilen und Irrtümern führen. Die beiden Aspekte der Aufklärung, Selbstdenken einerseits und Wissenschaftsorientierung andererseits, können also im Einzelfall in Widerspruch geraten. Einerseits wünschen wir uns mündige Bürger, die sich ihre eigene Meinung bilden. Andererseits wollen wir aber auch, dass Bürger und Politik sich in ihren Entscheidungen an den besten wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. Querdenker, Impfgegner und Flat Earthers zeigen, dass beides nicht immer zusammengeht. Kant war sich dieses Problems durchaus bewusst. Seine Lösung lautete Bildung. Auch Selbstdenken will gelernt sein. Ohne Erziehung und Bildung sind Menschen nicht in der Lage, ihren eigenen Verstand ohne Leitung eines anderen zu gebrauchen. Das selbstständige Urteil braucht eine Orientierung an Vernunft und Wissenschaft, die in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen vermittelt und geübt werden muss. Dabei muss den Menschen nicht nur Wissen vermittelt werden, sondern auch ein Bewusstsein der Grenzen ihres Wissens, ein zentrales Thema der Philosophie Kants. Wenn wir uns als mündige Bürger ein eigenes Urteil bilden, dann müssen wir die Grenzen der eigenen Kompetenzen berücksichtigen. Jenseits dieser Grenzen müssen wir denen vertrauen, die es besser wissen als wir. Aber woran erkennen wir als Laien in der unüberschaubaren Flut von Meinungen, Positionen und selbsternannten Experten diejenigen, die sich wirklich auskennen? Auch das ist eine Frage, um die es in den Veranstaltungen zu unserem Jahresthema gehen wird. Lassen Sie mich zum Abschluss kurz auf Immanuel Kant zurückkommen, der in unseren Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2024 im Mittelpunkt stehen wird. Gibt es außer dem Jubiläum auch inhaltliche Gründe, sich weiterhin mit Kant zu beschäftigen? Diese Frage stellt sich in Zeiten, in denen der etablierte Kanon großer Denker kritisch hinterfragt wird, mit besonderer Dringlichkeit. Schließlich sind viele Positionen Kants aus heutiger Sicht unhaltbar oder falsch. Das stimmt, auch Kant hat sich in vielem geirrt. Aber wir können trotzdem noch viel von ihm lernen, und zwar nicht nur aus seinen Fehlern, das auch, sondern vor allem aus seinen Einsichten. Damit meine ich nicht nur die vielen Ideen Kants, die heute zu Gemeinplätzen geworden sind. Das Ideal des mündigen Bürgers, der Begriff der Menschenwürde, der kategorische Imperativ, die Vorstellung, dass die wissenschaftlich erforschte Realität ein menschliches Konstrukt ist und vieles mehr. Das sind kantische Lektionen, die wir bereits gelernt haben. Viel interessanter scheinen mir die Ideen Kants zu sein, die noch nicht im allgemeinen Bewusstsein angekommen sind. Kants Konzeption gesellschaftlichen Fortschritts, die ohne idealisierende Annahmen über den Menschen oder die Geschichte auskommen.
Seine These, dass die Struktur rationalen Denkens erklärt, warum wir Menschen nach etwas Absolutem suchen, ohne es finden zu können. Oder Kants Theorie von Lebewesen, die zwar komplexe physikalische Mechanismen sind, die wir aber trotzdem nicht rein physikalisch erklären können. Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Ich komme zum Schluss. Gegen Ende seines Aufklärungsaufsatzes fragt Kant: Leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter? Und er antwortet: Nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung. Das scheint mir auch heute noch zu gelten. Kant hielt die Aufklärung nicht für abgeschlossen, sondern für ein andauerndes Projekt gesellschaftlicher Selbstverständigung, zu dem auch der aufklärungskritische Beitrag Zöllners gegen die Zivilehe einen Beitrag leistete. Aufklärung als öffentliches, auch kontroverses Nachdenken darüber, wie wir gemeinsam leben und die Probleme der Gegenwart und Zukunft lösen wollen, das ist das Ziel in den Veranstaltungen der kommenden 2 Jahre unter dem Titel Projekt Aufklärung. Vielen Dank. So, und nun darf ich meine Rolle wechseln. Ich gehe jetzt hier rüber und meine beiden Mitdiskutanten zu mir bitten, denn wir wollen jetzt noch ein wenig weiter reden über Aufklärung als Epoche und Projekt. Bitte schön, und ich begrüße dazu ganz herzlich Benedikt Savoy und Patrick Kramer. Benedikt Savoy ist Professorin für Kunstgeschichte der Moderne an der Technischen Universität Berlin. Sie ist eine der weltweit wichtigsten Stimmen in der Debatte über die Restitution von im Zuge des Kolonialismus geraubten Kunstwerken. Und gemeinsam mit Feline Saar, Autorin des einflussreichen und viel diskutierten Berichts über die Restitution afrikanischer Kulturgüter, den sie 2018 im Auftrag des französischen Staatspräsidenten Macron erstellt hat. Neben zahlreichen anderen Ehrungen wurde sie 2016 mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet und ist seit diesem Jahr auch Ritterin, wir haben gerade kurz darüber gesprochen, so heißt es, der französischen Ehrenlegion. Ich stelle auch gleich unseren zweiten Redner vor oder Mitdiskutanten. Patrick Kramer ist Direktor am Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen und wird im nächsten Jahr das Amt des Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft in München antreten. Er ist Molekularbiologe und Mitglied der amerikanischen National Academy of Sciences und er untersucht die Aktivität unserer Gene mithilfe strukturbiologischer, genomischer und bioinformatischer Methoden. Herzlich willkommen. Wir möchten jetzt ungefähr 20 bis 25 Minuten uns austauschen und ich beginne mit einer Frage an Sie beide, zunächst an Frau Savoy und dann an Herrn Kramer. Inwieweit für Sie eigentlich in Ihrer eigenen wissenschaftlichen Arbeit die Gedanken der Epoche der Aufklärung noch relevant sind, sei es als etwas, woran Sie anknüpfen, sei es aber vielleicht auch als etwas, von dem Sie sich abgrenzen möchten. Frau Savoy. Ja, vielen Dank. Ich forsche in und über eine Institution der Aufklärung, des Lumières, nämlich das Museum, eine Erfindung des Lumières. Und das Museum hat, wie Sie das so schön beschrieben haben, 2 Seiten, eine goldene Seite, das ist in der Regel die, die man hinter Vitrinen sehen kann, und eine oft dunkle Seite, die diese Museen nicht so oft erzählen und auch nicht so oft wahrhaben wollen oder erst zunehmend wahrhaben wollen und noch fast gar nicht zeigen wollen. Und genau, deswegen bin ich mittendrin. Ja, vielen Dank erstmal soweit, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zurück. Herr Kramer, wie sieht es für Sie aus? Ist die Aufklärung für Sie in Ihrer eigenen konkreten wissenschaftlichen Arbeit noch relevant? Ja, ich will gleich antworten, aber ich wollte ganz kurz auf Ihren Vortrag erst eingehen. Ich habe mich so gefreut, dass Sie Georg Forster erwähnt haben. Viele kennen ihn sicherlich und da muss ich kurz was dazu sagen, weil ich denke, er ist ein anderer Aufklärer, wie Sie es auch gesagt haben, und ich glaube, wir können
heute noch viel von ihm lernen. Er war ja auch ein paar Jahre in Göttingen, deswegen habe ich einiges über ihn lernen können. Und ich erinnere mich, dass er mit James Cook diese Weltumsegelung gemacht hat, dann diese wunderschönen Zeichnungen erstellt hat von Paradiesvögeln und Pflanzen, die die Europäer nicht kannten und so weiter. Hat also die Umwelt sehr genau wahrgenommen. Aber was so besonders ist an ihm, die kam ja dann mit dem Segelschiff in den Pazifik, auf diese Inseln, haben dann die Ureinwohner dort getroffen. Und für die meisten auf dem Schiff waren das einfach Wilde, keine ebenbürtigen Menschen. Aber für den Forster war es eben so, dass er zu diesen Menschen hingegangen ist, versucht hat, mit denen zu kommunizieren und versucht hat, was zu lernen. Er hat also versucht, unbiased, würde man sagen, ohne Vorurteile, sofern das geht, sich diesen Menschen zu nähern. Und das fand ich so erstaunlich, als ich das gelernt habe, weil er erst 17 Jahre alt war, als er auf diese große Reise ging. Und insofern, diese Unterschiede zwischen den Aufklärern sind sehr interessant, sich mal anzuschauen. Denn manches davon, würde ich sagen, hat heute noch Vorbildfunktion. Anderes, haben Sie auch erwähnt, führt dann auf diese dunkle Seite. Ja, und wie sieht es in Ihrer, wenn ich da gleich nachfragen darf, jetzt als Naturwissenschaftler, also wir haben jetzt eine Geisteswissenschaftlerin, einen Naturwissenschaftler, und ich hatte ja in meinem Vortrag auch versucht zu zeigen, dass die Aufklärung tatsächlich auch beide Seiten enthält, dass es also nicht nur ein geisteswissenschaftliches Projekt ist, sondern auch natürlich ganz stark, auch Herr Markschies hatte das in seinen Bemerkungen ausgeführt, ganz stark ein naturwissenschaftliches Projekt. Sehen Sie Ihre eigene Arbeit auch in dieser Tradition und könnten Sie erläutern, inwieweit Sie das als aufklärerisches Projekt verstehen, etwa das menschliche Genom zu erforschen? Ja, unbedingt. Also bis vor wenigen Jahren war das für mich selbstverständlich, dass so diese grobe Denkrichtung der Aufklärung die Grundlage sein muss, in der westlichen Welt, aber eigentlich auch global. Und warum ist das so? Weil ich in verschiedenen Ländern geforscht habe, Beobachtungen gemacht habe, etwas gemessen habe, eine Frage an die Natur gestellt habe und dann bestimmte Ergebnisse erhalten habe. Und meine Konkurrenz hat ja die gleiche Arbeit in China gemacht, in den USA oder sonst wo. Und dann kommt es oft dazu, dass gleichzeitig publiziert wird oder um eine ähnliche Zeit. Und das Erstaunliche war dann immer, dass wir wirklich bis aufs atomare Detail die gleichen Ergebnisse hatten. Und insofern war für mich eigentlich über Jahrzehnte so diese Denkrichtung, bediene dich des Verstandes, war für mich ganz wichtig als Grundlage, um der Wirklichkeit näher zu kommen. Mhm. Und was für mich ein Riesenbruch war, ist, nachdem Donald Trump ins Amt kam, als diese Frau Conway, die Beraterin, dann von alternativen Fakten gesprochen hat, das war für mich so schlimm, weil ich natürlich aus den USA zurückkam, in der festen Überzeugung, ja, das ist sozusagen die Speerspitze der Aufklärung. Es ging zwar in Europa los, aber die Supermacht der Naturwissenschaft, ja, die sind als erste zum Mond geflogen und haben viele Forschungsfelder begründet. Und dann nicht nur zu lernen, dass sich jemand traut, das im Fernsehen zu sagen, sondern im Anschluss dann zu lernen, dass rund die Hälfte der Bevölkerung damit sympathisiert hat. Bei uns wurde es natürlich gleich zum Unwort des Jahres. Und dann war ich wieder beruhigt, aber dann kam Corona und ich wurde eines Besseren belehrt. Das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen, ja, wenn ich darf, eine Minute. Denn auch da haben wir wieder Arbeiten gemacht. Natürlich kam die Konkurrenz aus China. Wieder waren die Ergebnisse trotz des Zeitdrucks sehr, sehr ähnlich und waren eigentlich wieder in dieser Tradition der Aufklärung. Und dann gab es natürlich viele Interviews. Ich habe mich auch bemüht, mitzuhelfen, dass die Menschen sich impfen lassen, um auf diese Herdenimmunität zu kommen, nachdem der tolle Impfstoff innerhalb von 10 Monaten eben verfügbar war. Und dann war ich auch mal in so einem Pay-TV-Center. Es gab zwar Leute, die haben mir abgeraten, aber ich dachte, die Reichweite ist so enorm, das musst du einfach machen. Und dann kam die Frage, ja, jetzt brauchen wir uns nicht mehr impfen lassen, weil ja ihr Wissenschaftler bald Medikamente macht. Und daraufhin habe ich nur gesagt, nein, bitte gehen Sie alle und lassen sich impfen. Wir brauchen diese Grundimmunisierung. Und 2 Tage später hatte ich 1.800 beleidigende, bedrohliche Kommentare. Das ging also bis hin dazu, ich würde zum Völkermord aufrufen. Das war dann alles in YouTube natürlich zu lesen. Und da wurde mir klar, und wir haben es gerade gehört, 61% Vertrauen der Wissenschaft nach Corona, davor waren es 48%,
Aber was machen eigentlich die anderen 39%? Das frage ich mich schon. Also wo nehmen die dieses Grundvertrauen, dieses Weltvertrauen her? Und das hat schon, muss ich sagen, meinen Glauben daran erschüttert, dass es sozusagen unwiederbringlich klar ist, dass der Verstand dominiert über, sagen wir mal, andere Denkrichtungen. Und da ist mir klar geworden, was Sie zum Schluss gesagt haben, es ist eigentlich ein Prozess. Ich würde sogar weitergehen, ich würde sagen, Aufklärung muss Ansporn sein, es muss Aufgabe sein. Wir müssen eigentlich in jeder Generation wieder neu anfangen, aber da reden wir vielleicht noch drüber. Ja, vielen Dank. Also ich denke auch, dass die Pandemie jetzt noch mal ganz besonders die Ambivalenz der Aufklärung auch hat hervortreten lassen. Frau Savoy, ich möchte gerne noch mal an das anknüpfen, was Sie zuvor gesagt haben. Die beiden Seiten, was ist Ihrer Meinung nach das Verhältnis dieser beiden Seiten? Also um jetzt ganz konkret zu fragen, wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Aufklärung und Kolonialismus? Ist das sozusagen ein kontingentes, ein zufälliger Fehler, dass die Leute nicht weit genug gedacht haben? Oder gibt es doch einen inneren Zusammenhang, wie ja viele Kritiker auch des westlichen Denkens behaupten, zwischen aufklärerischem Denken einerseits und dieser Herabsetzung aller anderen nicht-europäischen Denk- und Lebensformen andererseits? Ja, vielen Dank. Vielleicht greife ich auch Forster ab. Es lohnt sich, weil die Sammlung von Cook gut verteilt ist hier in Europa. Also das, was Cook in seine Weltumsegelung mitgebracht hat, ist zum Teil in Göttingen, zum Teil in Wien, zum Teil in London. Und wenn man sich, ich kenne diese Sammlung nicht ganz konkret und die Inventare nicht, aber ich kenne andere aus außereuropäischen Gegenden. Wenn man sich diese Inventare anschaut etwa, also das Ergebnis dieser Begegnungen mit den anderen Kulturen, wie Sie sie beschrieben haben, das materielle Ergebnis. Es gibt das Intellektuelle, das Immaterielle und das Materielle. Und das Materielle wurde in den Museen des 18. Jahrhunderts und später noch mehr katalogisiert, in Inventare gebracht, mit Provenienzen, Gewicht, Größe, Funktion etc. Und wenn wir uns gerade an der Technischen Universität mit Kollegen aus der Universität von Chang in Kamerun die 60.000 zum Beispiel Objekte, die für uns als Objekte gelten, anschauen in deutschen Museen, es ist sehr viel, und die Kollegen, die Geografie Kameruns viel besser kennen als wir, in die Provenienzspalte gucken und sagen, sag mal, also hier steht für ein Objekt schon mal eine komische Bezeichnung. Also hier zum Beispiel würde Löffel stehen. Und in der Spalte Provenienz, da steht, kommt aus, für uns in Deutschland wäre das wie sowas wie Kiel, München, Konstanz. Und dann kommt noch das Volk, zu dem es gehört, und das kennen sie nicht. So, ich mache das kurz. Wir stellen fest, dass diese Aufklärung in den Museen in Form von Tabellen, Tabellen sind sicher eine der größten Werkzeuge der Aufklärung, neben dem Quadranten von Maupertuis. Ich bin übrigens nicht sicher, wenn der Quadrant in Frankreich gebaut wurde, ob er wirklich, also wem er wirklich gehört. Egal, also diese Spalten und diese Tabellen in Museen, in ethnologischen Museen zumindest, erschreckt fest, und Sie sagten, Sie hatten einen Schock, Sie sind also negativ elektrisiert, oder wir stellen fest, das ist komplett falsch, das ist nur ein Fake, das sind Tabellen, aber was drinsteht, kann man nicht gebrauchen, oder man kann es gebrauchen, um die Geschichte des Faches zu verstehen, wie sie getickt haben, warum diese Tabellen so sind, etc. Und genau, das ist keine Antwort auf Ihre Frage, Verhältnis von Kolonialismus und Aufklärung, aber es ist ein kleiner Beitrag aus meinem Alltag, als jemand, der mit einem großen Team aus Afrika über diese Sammlungen, die hier sind, forscht. Und ja, das wird zunehmend unangenehm, dass diese ganze Museumswissenschaft in bestimmten Museen sich als Luftschloss erweist. Ja, vielen Dank. Also ist es zu stark zugespitzt, wenn ich sage, dieses Beispiel zeigt, dass der aufklärerische Zugriff auf solche Objekte aus der europäischen Kultur doch immer auch eine Art von
Inbesitznahme und Vereinnahmung gewesen ist? Oder ist das eine Überinterpretation jetzt dessen, was Sie gesagt haben? Also dass eben dann doch eben der wissenschaftliche Zugriff, zumindest in solchen Fällen, wo die Objekte menschliche Objekte sind, eben doch nicht neutral ist und objektiv, sondern ein Ausdruck von Machtverhältnissen. Ja, das ist eine Aneignung, eine intellektuelle Aneignung von etwas durch die materielle Aneignung. Und diese Verbindung, das ist das, was stört. Forster ist angenehm ohne Sammlung oder mit wenig Sammlung zurückgekommen. Er hat das eher intellektuell gehandhabt. Und die Idee, und das ist eine Idee der späten Aufklärung, eine Idee der französischen Revolution, die kommt auf, nämlich, dass man, um eine andere Kultur zu verstehen, man sie nicht nur intellektuell bereisen soll, begegnen soll, sondern sie sich materiell aneignen muss. Und damit fängt zum Beispiel das große Musée du Louvre in Paris an. Also man eignet sich alles an, um das in Paris, wo es die besten Akademien, das beste Institut de France, die besten Quadranten etc. zu erforschen. Und diese Koppelung von Anhäufung an den Orten der Wissenschaft, des materiellen Kulturerbe von anderen, das hängt mit zusammen mit dem, was Sie gerade beschrieben haben. Ja. Ich will es nicht verallgemeinern, das ist eine so große Diskussion. Es ist natürlich sehr komplex, das ist richtig. Ja, vielen Dank. Ich meine, wenn wir jetzt noch mal einen kleinen Moment, bevor wir gleich vielleicht noch mal zu den positiven Perspektiven kommen, bei den dunkleren Seiten bleiben, Herr Kramer, wie sieht es denn aus mit dem instrumentalistischen Naturverständnis der Aufklärung? Ist das nicht im Grunde, sagen wir mal, in der Medizin, aber auch in anderen Naturwissenschaften immer noch ein Problem, dass wir sozusagen nicht ernst nehmen, dass die Natur nicht einfach etwas ist, das wir beliebig manipulieren können? Ja, ich glaube, das ändert sich dramatisch, hat sich über die letzten Jahrzehnte auch schon stark entwickelt, dass wir ganzheitlicher denken. Also jede Disziplin hat natürlich ihre Fachkultur und diese Kultur hat sie auch erfolgreich gemacht und ein Kernphysiker tickt eben ganz anders als eine Anthropologin oder ein Historiker und so weiter. Und diese Kulturen muss man kennen, aber das Wichtige ist eben, dass die großen Erkenntnisse, die uns echt weiterbringen, nicht nur durch die Tiefenbohrung kommen. Also dass zum Beispiel der Physiker irgendetwas findet, das kann zu einer großartigen technischen Neuerung führen, wunderbar. Aber die ganz großen Schritte machen wir als Menschheit eigentlich, wenn wir an den Grenzen der Fachdisziplin was lernen. Wenn also zum Beispiel dann dieser Physiker zusammenkommt mit einer Person aus den Geisteswissenschaften oder aus den Rechtswissenschaften, dann entstehen die ganz großen Fortschritte, könnte ich jetzt Beispiele geben, aber was wichtig ist, wir müssen praktisch für die Wissenschaft der Zukunft eigentlich Anreize setzen, dass der Mut besteht und auch die Zeit geschaffen wird in diesem Hamsterrad der Wissenschaft, dass man über den eigenen Tellerrand rausschaut und nicht nur in diesen interdisziplinären Dialog eintritt. Das machen wir sowieso, ja. Interdisziplinarität ist etwas, was seit Jahrzehnten eigentlich Standard ist für exzellente Forschung. Aber man sagt im Englischen die Cross-Disciplinarity, ja, dass man also wirklich Grenzen überwindet und eine ganz fremde Disziplin mit reinholt. Und ich glaube, da ist eigentlich der Schlüssel für die Zukunft. Das hat natürlich mit Bewertung zu tun, dass man von Anfang an Folgen von Technologie praktisch auch soweit man es kann als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin mitbewertet, die diese Folgenabschätzung mitbetreibt und auch rechtzeitig als Experte, als Expertin darauf hinweist, falls es gesellschaftliche Auswirkungen geben könnte, selbst wenn man noch weit davon entfernt ist, etwas technisch möglich zu machen. Also so denke ich drüber nach und wenn vielleicht noch eine Minute ist, würde ich gern diese negativen Seiten noch kurz in die Gegenwart holen. Nur mit einem Beispiel, was mich wirklich sehr beschäftigt. Ich weiß, Hajo Krömer hat auch viel schon darüber nachgedacht. Und das ist die Frage, diese Naturwissenschaft im Zuge der Aufklärung hat natürlich auch das Internet hervorgebracht, die neuen digitalen Kommunikationswege und natürlich auch die sozialen Medien. Und ich habe gerade mit den Kollegen gesprochen in der Bildungsforschung hier in Berlin. Da gibt es also jetzt eine Studie, da wurden 500 Publikationen verglichen zur Bedrohung von Demokratie durch die sozialen Medien.
Und da kommt interessanterweise nicht einfach das Schwarz-Weiß raus, was wir so naiverweise vielleicht annehmen würden, dass die sozialen Medien die Demokratie bedrohen, sondern je nach Land, je nach Thematik können soziale Medien wie selbst Twitter zur Aufklärung beitragen oder aber eben diesen negativen Effekt haben. Und dann war ich diese Woche in Tübingen, da ist ja das Institut für intelligente Systeme. Und da wurde gerade ein ganz junger Kollege aus Stanford berufen, der also die Algorithmen untersucht. Wie fair sind eigentlich die Algorithmen, die zum Beispiel bei Twitter in der Timeline die Botschaften nach oben spülen? Ja, dieser Algorithmus lernt ja, was uns gefällt und spült dann Dinge nach oben. Und wie fair sind diese Algorithmen eigentlich? Und da stellt er zum Beispiel fest, dass in England und in den USA die Konservativen, also sprich Tories, Republikaner, sehr verstärkt werden. Das kann man also messen. Leute, die auf Twitter gehen, tendieren dann eher dazu, sich Richtung Republikaner zu orientieren. Das hat auch mit Elon Musk und der ganzen Sache zu tun. Aber zum Beispiel in Deutschland ist das Gegenteil der Fall. Hätte ich nie für möglich gehalten. Man kann also messen, dass die Linke und die AfD etwas abgeschwächt werden auf Twitter. Mhm. Ganz interessanter Effekt. Also was ich nur damit sagen will, da müssen wir eigentlich regulieren. Wir müssen als wehrhafte Demokratien drangehen und schauen, legt eure Algorithmen offen, ja, was spült ihr den Leuten sozusagen ins Gehirn? Weil wir wissen ja alle, der freie Wille ist ein Stück weit Illusion. Unsere Umgebung macht es am Ende. Die Wahl der Möglichkeiten, die wir haben. Und diese Umgebung ist ja heutzutage digital. Ja, ja, vielen Dank. Über den freien Willen könnten wir auch noch mal diskutieren, aber das ist jetzt sicherlich nicht die Gelegenheit. Frau Savoy, ich wollte gerne noch mal an Sie die Frage richten. Wir hatten jetzt über die dunkleren Seiten der Aufklärung gesprochen, auch über Gefährdungen von Demokratie. Verstehen Sie denn sozusagen die Kritik an diesen kolonialen Strukturen und das Bemühen um Restitution? Kann man das selber als Ausdruck von aufklärerischem Denken verstehen oder würden Sie es anders beschreiben wollen? Denn es ist ja im Grunde Aufklärung über Aufklärung, könnte man sagen. Ja, wir setzen uns kritisch mit unserer eigenen Tradition auseinander. Das ist ja in mancher Hinsicht jetzt wieder sehr aufklärerisch gedacht. Oder ist Ihnen das irgendwie dann zu beschönigend? Nein, nein, nein. Sie haben vollkommen recht. Es gibt das, aber die ganze Diskussion um Restitution, und das ist vielleicht ein kleines Missverständnis, es geht nicht um die Vergangenheit dabei. Es geht nicht hauptsächlich darum, sich irgendwie zu schlagen und zu erzählen, wie schlecht man gewesen ist wegen der Aufklärung oder sonst was. Es geht um die Zukunft. Und zwar nicht um unsere Zukunft in Paris, London und Stuttgart, sondern um die Zukunft derjenigen, die auch gerne Anteil daran nehmen wollen und zunehmend wollen und nicht nur seit 5 Minuten, sondern seit den Unabhängigkeiten, was Afrika angeht, also seit 50 Jahren. Und die seit 50 Jahren immer hören, wegen des Universalismus, wegen der Aufklärung, sind eure Sachen besser bei uns aufbewahrt und wenn ihr nichts habt, dann selber schuld. So. Und wenn wir über Restitution sprechen, sprechen wir über erstens die Möglichkeit einer faireren Verteilung des Kulturerbes, aber gleichzeitig, und das ist das, was aus meiner Perspektive das richtig Schöne daran ist, Aufklärung der Aufklärung, das ist das Loslassen der europäischen, sehr zentrierten Epistemologie, nämlich das ist ein Löffel, kommt aus Kiel, Stuttgart etc., sondern sich zu öffnen für andere Formen der Sprache von Dingen. Auch im 18. Jahrhundert gab es Franzosen, die dachten, Lamartine, dass Objekte eine Seele haben. Objet inanimé, avez-vous donc une âme, etc. Und dass Objekte eine Seele haben oder dass etwas anderes mit ihnen los sein kann, als nur sie in eine Tabelle zu packen mit ihrem Gewicht und ihrer Größe, das öffnet sehr viele Perspektiven, und zwar poetische und vielleicht auch tatsächlich Möglichkeiten, die bis jetzt nicht gedacht wurden, auch mit schwierigen Fragen der Umwelt etc. umzugehen. Und ich will an dieser Stelle nicht sagen, dass das magische Denken, der Aberglaube, es wurde viel gegen Aberglaube die ganze Zeit gesprochen, dass die wieder rehabilitiert werden sollen. Nein, es geht nicht darum, aber es geht darum, sich
zu öffnen für andere Formen des Umganges mit seiner Umwelt, mit seinen Eltern, mit seinen Kindern, mit den Alten, mit den Ahnen, mit den Schwachen. Und das erzählen uns zum Teil diese andere Herangehensweisen an solche Dinge, die die Gesellschaften zum Teil um sich strukturiert haben und heutzutage in unseren unsichtbaren Museumsdepots sind und von manchen gefordert werden, die sie gerne zurückhaben wollen. Also es geht um Rekonnektion, um Erweiterung und für uns hier um Loslassen dieser engen aufklärerischen Kategorien. Und wenn wir von Aufklärung sprechen, und wir haben das gehört, sprechen wir nicht nur von diesen engen Kategorien, sondern von der Breite. Und ja, und ich freue mich, dass es die Diskussion gibt und dass es auch Bewegung gibt, denn ich glaube sehr, dass wir sehr, sehr, sehr viel zu lernen haben von Ländern, die keine Aufklärung erlebt haben. Ja, ja, ganz herzlichen Dank. Ich denke, das ist mit Blick auf die Zeit ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen beiden sehr. Es gibt, Sie haben es gesehen, unglaublich viele Anknüpfungspunkte. Also alleine die Frage, ob die Dinge eine Seele haben und wie Naturwissenschaftler sich dazu verhalten, wäre, glaube ich, etwas, wo wir einen ganzen Abend drüber diskutieren könnten. Vielen Dank Ihnen beiden für dieses Gespräch und damit fahren wir fort mit, Verzeihung, mit der Musik. Ganz der wunderbaren Musik. Danke. Danke, tschüss.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, am Ende eines zugegeben langen Tages hatte ich mich natürlich gefreut, zu Beginn meiner Rede ja schon fast traditionell meine Kollegin Frau Ministerin Schüle treffen zu können. Ich habe nach unten geguckt, ich habe sie nicht gesehen, habe kurz mit ihr korrespondiert, wusste dann, dass sie nicht da ist. Es ist ein schöner Termin eigentlich für uns beide. Herr Markschies, das ist so der Termin, womit scheinbar Politikerinnen und Politiker, die zumindest einen indirekten und direkten Bezug zur Wissenschaft haben, in Potsdam und in Brandenburg anfangen müssen. Für mich war es der erste Termin nach meiner Wahl als Oberbürgermeister für Frau Ministerin Schüle, ihr direkter erster Termin nach ihrer Amtseinführung als Ministerin. Von daher ist das eigentlich ein Termin, den wir gerne zusammen machen. Sehr geehrter Herr Professor Markschies, sehr geehrter Herr Gehring, liebe Mitglieder der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Landeshauptstadt Potsdam zeichnet mit dem Potsdamer Nachwuchswissenschaftlerpreis junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Region Potsdam für besondere Leistungen zu Beginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn aus. Ich bin stolz, Oberbürgermeister einer Stadt sein zu dürfen, die sich zu einem Zentrum lebendiger und zukunftsorientierter Wissenschaft entwickelt hat. Die eingereichten Arbeiten zeigen jedes Jahr aufs Neue die Vielfalt und auch die Vielzahl der jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unserer Region. Der mit 5.000 Euro dotierte Potsdamer Nachwuchswissenschaftspreis wird in diesem Jahr nun schon zum 16. Mal verliehen. Mein besonderer Dank gilt dabei der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften für die Möglichkeit, die Preisübergabe wie alljährlich im Rahmen dieser Festveranstaltung durchführen zu dürfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Anerkennung seiner herausragenden Leistung im Bereich Klimaphysik verleiht die Landeshauptstadt Potsdam anlässlich des Einstein-Tages der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft den 16. Potsdamer Nachwuchswissenschaftspreis an Herrn Dr. Nico Wunderling. Dr. Wunderling wurde 1992 in Fürth geboren und dann wissen wir schon mal, sein Geburtsort hätte nicht ganz gepasst, um ihn heute hier zu prämieren. Nach seinem Studium der Physik an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg wechselte er nach Potsdam und promovierte an der Universität Potsdam und dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung mit einer Stelle in einem internationalen Doktorandenkolleg und einem Promotionsstipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Seine Dissertation Nonlinear Dynamics and Interactions of Typing Elements in the Earth System wurde von Frau Professor Ricarda Winkelmann und Herrn Dr. Jonathan Donges betreut und mit dem Prädikat Summa Cum Laude bewertet. Seit dem Frühjahr 2021 arbeitet Herr Dr. Wunderling als Postdoktorand am PIC und dem Stockholmer Resilienzcenter unter der wissenschaftlichen Leitung von Herrn Professor Johann Röckstrom sowie als Gastwissenschaftler, zugegeben in den Zeiten mit weniger Präsenz als gedacht, wie er mir heute schon sagte, an der Princeton University. Im Zentrum seiner wissenschaftlich und gesellschaftlich höchst relevanten Arbeit zum Verständnis der komplexen Prozesse des Klimawandels stehen die Kippelemente des Klimasystems der Erde. Kippelemente sind jene Teile des Erdsystems, die ab einer gewissen globalen Erwärmung ihre Stabilität verlieren und in ihrer jetzigen Form verschwinden. Dazu gehören zum Beispiel der Verlust der Eisschilde, die Abschwächung der atlantischen Umweltzirkulation und der Abbau des Amazonas-Regenwaldes. Durch komplexe Simulationen und Analysen hat Herr Dr. Wunderling untersucht, inwieweit das Überschreiten einzelner Kipppunkte zu weiteren Instabilitäten führen kann, wodurch Kippkaskaden oder Dominoeffekte ausgelöst werden können, mit gravierenden Folgen für den Klimawandel.
Dazu musste eine anspruchsvolle Kombination von Netzwerkanalysen, prozessbasierter Modellierung und Analysen der nichtlinearen Dynamik eingesetzt werden. Die von ihm während seiner Promotion verfassten wissenschaftlichen Arbeiten, allein 7 als Erstautor, wurden in den renommiertesten internationalen Fachzeitschriften publiziert. Das Ergebnis von Herrn Dr. Wunderling, die Ergebnisse bilden unter anderem die Grundlage für bessere Risikoabschätzung von Dominoeffekten im Erdsystem und sind auch deshalb von größter gesellschaftlicher Relevanz. In unserer Jury-Sitzung, die, wie passend, während der UN-Weltklimakonferenz 2022 stattgefunden hat, waren sich die Jurymitglieder nach intensivem, aber diesmal, so muss ich zugeben, sehr einmütigen und schnellen Austausch über die nominierten Arbeiten einig, die Forschung von Herrn Dr. Wunderling hier heute auszuzeichnen. Neben der von Frau Professor Winkelmann beschriebenen Exzellenz der Forschungsarbeit erschien der Jury diese Arbeit auf besonders gute Weise geeignet, auf die dramatische Situation des Weltklimas hinzuweisen. Es scheint, als ob diese angesichts des Krisenmodus, in dem wir uns durch die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und die Energielage befinden, in der öffentlichen Wahrnehmung aus dem Blick verloren geht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Klimawandel ist eine globale Krise von einem unvorstellbaren Ausmaß. Die zuvor erwähnten Krisen, so schlimm diese auch sind, noch um ein Vielfaches übertrifft. Es gibt kein Vakzin gegen den Klimawandel. Man kann mit dem Klimawandel auch keinen Waffenstillstand schließen. Wir können nur immer wieder darauf hinweisen, dass es eine gemeinsame Anstrengung der Weltgemeinschaft benötigt, die Folgen des Klimawandels einzudämmen. Und dazu muss man mit Nachdruck und Forschungsaufwand, so wie er von Herrn Dr. Wunderling betrieben wurde, immer und immer wieder auf die Brisanz der Situation hinweisen. Was hat das eigentlich mit Ihrem Jahresmotto zu tun? Ich glaube, wir wissen alle eine ganze Menge, und wie sehr das in unserer heutigen schnelllebigen Zeit zu Debatten, zu öffentlich kontroversem Nachdenken, obwohl es manchmal kein Nachdenken, sondern nur ein schnelles Aufschreiben ist, zuführen kann. Es zeigt sich an der heutigen Reaktion. Ich habe Herrn Dr. Wunderling heute im Gespräch gehabt, wir haben ein gemeinsames Foto gemacht, wir haben das in den sozialen Medien hochgeladen. Wir haben dabei veröffentlicht, wozu er seine Arbeit geschrieben hat, und ich lese Ihnen vor, was die erste Reaktion war. Wendepunkte, Kippeffekte existieren nur in den Köpfen von Eiferern. CO2 treibt die Erderwärmung nicht voran. Hat es nie, wird es nie. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben noch viel Aufklärungsarbeit zu tun. Dass ich dennoch die gegen beispielsweise Kunstwerke gerichteten Aktionen mancher Klimaaktivisten ablehne, ja, sie sehr deutlich als Kulturbarbarei bezeichnet habe, steht ihm in nichts nach. Es gilt, jegliche legale Möglichkeit zu nutzen, um auf die dramatische Situation des Weltklimas hinzuweisen. Es passt daher sehr gut, dass erneut eine Arbeit aus dem Bereich der aktuellen Klimafolgenforschung ausgewählt wurde, die den Wissenschaftsstandort Potsdam repräsentiert und die auf dem Telegrafenwerk geleistete exzellente und weltweit anerkannte Forschungsarbeit verdeutlicht. Mein ausdrücklicher Dank gilt den Jurymitgliedern für ihr Engagement im Auswahlgremium. Mit Dr. Nico Wunderling haben wir einen ausgesprochen engagierten Nachwuchswissenschaftler ausgewählt, der die Auszeichnung als Ansporn sieht, eine dauerhafte berufliche Perspektive in der Wissenschaft anzustreben. Herr Dr. Wunderling, bitte kommen Sie zu mir auf die Bühne. Ich möchte Ihnen jetzt endgültig die Urkunde überreichen. Warum sage ich das so? Wenn wir das Foto machen, habe ich die Urkunde meistens ein erstes Mal in der Hand. Sie wissen, ich habe hier schon mal ohne Urkunde gestanden.
Da hatte der Preisträger sie schon bei, diesmal habe ich sie fest im Griff behalten. Aber wieder weggenommen. Erst einmal, lieber Herr Wunderlink, auch von uns einen ganz herzlichen Glückwunsch. Die Akademie verleiht heute Abend auch noch einen Preis, weil sie auszeichnet. Und sie zeichnet mit dem Preis der Akademie ausgestiftet von der Monika-Kutzner-Stiftung zur Förderung der Krebsforschung. Und bevor die Akademie auszeichnet, bedankt sie sich zunächst bei der Monika-Kutzner-Stiftung dafür, dass sie uns erlaubt, an dieser existenziellen Stelle auszuzeichnen. Und während Sie der Stiftung applaudieren, trinke ich noch einen Schluck Wasser. Und unsere große Freude ist, Herrn Professor Dr. Sebastian Kobold auszuzeichnen. Und lieber Herr Kobold, zunächst einige wenige biografische Daten und dann ein Hinweis darauf, warum Sie den Preis auf dem Gebiet der Krebsforschung unserer und der Preiskommission Ansicht nach im höchsten Maße verdient haben. Sie sind in Würzburg geboren und in Saarbrücken aufgewachsen, haben Medizin an der Universität des Saarlandes studiert, sind im Jahre 2010 mit einer Arbeit zum Thema serologische Identifikation von pankreaskarzinom-spezifischen Antigenen zum Doktor der Medizin promoviert worden, haben an der Ludwig-Maximilians-Universität habilitiert, sind dort Facharzt für klinische Pharmakologie geworden und seit 2019 sind sie Professor für experimentelle Immunonkologie und stellvertretender Direktor der Abteilung für klinische Pharmakologie an der Ludwig-Maximilians-Universität. Sie haben schon mit Ihrer Promotion den Grundstein für Ihre Forschungsinteressen gelegt, denn Sie haben sich sehr früh, 2004, mit tumorimmunologischen Fragestellungen auseinandergesetzt. Nach Ihrer Approbation hat Ihre Weiterbildungszeit zum Hämato-Onkologen Ihr Interesse an therapeutischen Fragestellungen geprägt, die Sie auf immuntherapeutische Ansätze angewendet haben. Zunächst Antikörper ansetzen und damit haben Sie den Grundstein Ihrer Habilitationsarbeit gelegt, ehe Sie sich dann mehr auf T-Zell-basierte Strategien fokussiert haben. In dieser Zeit haben Sie Ihre Weiterbildung zum klinischen Pharmakologen abgeschlossen und Ihre Entwicklung an den Therapeutika ist dort grundgelegt worden. Sie sind ein Nachwuchswissenschaftler von einer außerordentlich beeindruckenden akademischen Produktivität und das auf dem hochkompetitiven Feld der Immunologie, der Immunonkologie, das muss ich nicht ausführlicher ausführen, die von großem wissenschaftlichen, klinischen, aber auch Interesse vieler Patienten ist. Trotz starker internationaler Konkurrenz sind Ihre Arbeiten hoch angesehen und werden häufig zitiert. Es geht vor allen Dingen um die Erforschung der Bedeutung von T-Zellen für das Krebsgeschehen und ihren therapeutischen Einsatz in der Krebsmedizin. Ich darf Sie sehr, sehr herzlich bitten, hier nach vorn zu kommen und aus meinen Händen diesmal erstmals die Urkunde zu empfangen. Lieber Herr Kobold, die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, vormals Preußische Akademie der Wissenschaften, verleiht Ihnen für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Krebsforschung den Preis unserer Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, gestiftet von der Monika-Kutzner-Stiftung zur Förderung der Krebsforschung. Ganz herzlichen Glückwunsch.
Thank you.
Am Ende nur noch Dank. Dank, dass die Politik, Manja Schüle mit ihrem Grußwort, lieber Herr Gehring und natürlich auch Herr Schubert mit dem intensiven Eintreten für ihren Potsdamer Preis, dass sie uns in diesem Reflexionsraum, so war Ihre schöne Formulierung, Herr Gehring, bereichert haben. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Markus Wilaschek, liebe Benedikte, lieber Patrick Kramer, ganz, ganz herzlichen Dank für eine Diskussion, die wir fortsetzen werden. So viel ist bereits klar und Besseres kann ja gar nicht geschehen. Sie können jetzt die Diskussion auch noch fortsetzen, denn draußen ist etwas zu essen und zu trinken aufgebaut. Sie können auch ein bisschen sehen, was wir als Akademie so tun und machen. Seien Sie ganz, ganz herzlich jetzt eingeladen zum Empfang. Und ich darf Ihnen am Ende dieses Abends wünschen, morgen Abend beginnt die Vorweihnachtszeit, eine ruhige, der Reflexion auch ein wenig dienende und der Erholung dienende Vorweihnachtszeit und einen Jahreswechsel, der uns in ein gesünderes und friedlicheres neues Jahr führt. Und dann auf Wiedersehen bei den Veranstaltungen der BBAW spätestens zum Einsteintag 2023. Alles Gute, schönen Abend. Applaus